Jausen, heute zeige ich dir die App Photoshop Mix und damit kannst du ganz einfach sowas hier machen. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Das allererste, was ich jetzt mache, ich mache jetzt zwei Bilder von Tobi. Tobi, kannst du mal ganz kurz darüber gehen? Dafür positioniere ich meine Kamera. Wichtig ist, die Kamera darf sich dabei nicht bewegen und im besten Fall verändert sich auch nicht das Licht. So, wir machen jetzt mal Foto Nummer 1 von Tobi. Einmal mal so hier, Foto Nummer 1. Und jetzt, Tobi, mal bitte aufstehen und aus deiner Perspektive mal nach links, 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 links laufen. Links, 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 links. Stopp und jetzt geh mal tief runter mit deinem Kopf. Jawohl, bleib einfach genau so. Boom, jetzt haben wir Foto Nummer 2. Richtig anstrengend für mich. Jetzt habe ich zwei Fotos von Tobi gemacht. Jetzt öffne ich hier ganz einfach mal die App Photoshop Mix und öffne ein neues Projekt. Dafür gehe ich auf Plus und auf Bild und dann auf meine Bilder. Öffne jetzt hier die zwei Bilder, die ich von Tobi gemacht habe. Hier links oben und drücke auf Plus. Gehe nochmal auf Bild. Öffne das zweite Bild von Tobi. Jetzt liegen die übereinander und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich hier unten auf Ausschneiden gehe und dann einfach auf das Minus in dem Fall, habe ich jetzt die Möglichkeit, den Tobi, der da an der Seite war, hier mit reinzumachen. So, und jetzt ist Tobi zweimal im Bild. Man sieht aber, es ist nicht perfekt, weil ich Affe mich mit meiner Kamera bewegt habe und deswegen siehst du jetzt hier hinten, wo die Schrift ist, siehst du, dass das nicht alles so übereinander liegt, aber trotz alledem, vielleicht können wir da mit der Kamera mal rangehen, sieht das schon sehr, sehr, sehr saftig aus. Ja, ich stopp mal hier meine Bildschirmaufnahme. Wichtig, wenn du sowas machst, du hast jetzt gerade gemerkt, sobald du die Kamera bewegst, ist der Übergang nicht mehr so flüssig. Also was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe im Endeffekt ja nur zwei Bilder genommen und von dem einen Bild die linke Hälfte benutzt und von dem anderen Bild die rechte Hälfte. Dafür muss aber der Hintergrund gleich bleiben. Im besten Fall sollte sich auch das Licht nicht groß verändern. Also denke daran, wenn du zwei Fotos machst, stell deine Kamera hin, mach es nicht so wie ich, Idiot, aus der Hand, sondern leg es irgendwo hin, stell es irgendwo hin, mach es in ein Stativ rein. Foto Nummer 1, Person bewegt sich, Foto Nummer 2, ab in Photoshop Mix rein und du kannst es zusammen merchen. Wichtig ist, wenn du es so einfach haben möchtest wie ich, sollte die Person nicht überlappen in dem Foto. Schwierig wäre es jetzt gewesen, wenn Tobi in Foto 1 und Foto 2 irgendwie so ein bisschen überlappen würde, weil dann kannst du es nicht so einfach freistellen. Also merk dir folgende Sachen, Kamera sollte sich nicht bewegen, Licht sollte im besten Fall gleich bleiben und wenn die Person sich bei den zwei Bildern nicht überlappt, kannst du es total einfach freistellen. Probier das einfach mal für dich aus, pack das in deine Instagram-Story rein, das Bild, markier mich, ich teile das total gerne. Abonnier den Kanal, jede Woche gibt es hier zwei Videos kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ach ja, lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und wie gesagt, probier es einfach mal aus, es ist total einfach.